Zeit für einen Vlog. Hi und willkommen zu Meine Spielesammlung Teil 4 Nintendo Wii. Falls euch fragt, was das soll, Power Rangers ist ein großer Teil meiner Sammlung und meines Lebens. Wenn ihr noch nicht subscribed habt, überlegt euch, wenn ihr auch was mit Power Rangers anfangen könnt. Das ist ein kleines Preview auf den Lightning Collection Lord Drakenhelm Unboxing diesen Sonntag, allerdings nur in Englisch, also ihr solltet zumindest Englisch sprechen oder willens sein, das Video euch auf Englisch anschauen zu können, tun und so. Oh, ich bin ein bisschen, Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich habe gerade schon mal das Ganze auf Englisch aufgenommen und ich glaube, da schleicht eine Erkältung. Ich hoffe, ja, das ergibt sich dann im Sinne von, es wird doch keine, aber egal. Und wenn ihr noch nicht subscribed habt, überlegt euch das gerne, schaut euch den Kanal an, wenn der Kanal euch gefällt. Ich habe auch ein Giveaway, ist auf der Hauptseite verlinkt. Schaut euch das Video bitte in Gänze an. Das ist alles, was ihr wissen müsst, um daran teilzunehmen. Ich gebe Power Rangers Lightning Collection Metallic White Ranger weg. Gibt ein paar Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst dafür. Von daher, wie gesagt, guckt euch das Video an, wenn ihr damit was anfangen könnt und vielleicht was gewinnen wollt, dann immer frei raus damit, immer angucken. Aber jetzt zurück zu dem, worum es eigentlich geht. Genug Eigenwerbung. Nintendo Wii. Der Nachfolger vom GameCube definitiv anders als die Konsolen vorher. Mehr so an die Casual Player, wenn man das sagt, also die normalerweise keine Spiele spielen Fraktion, die man vielleicht anlocken will. Ja, sag ich mal, darauf abgezielt von Nintendo Seiten aus. Bisschen schwerer als der GameCube, aber sehr, sehr schön designt, sehr streamlined, hat normalerweise einen Fuß. Woher weiß ich, dass das mehr so für Casual-Leute ist? Mein Vater, der ist zu dem Zeitpunkt so um die 50, 55 gewesen, der hat mit Spiel nichts am Hut und der hat mit der Konsole auch Golf und Bowling und so ein Kram gespielt. Also der hätte im Leben nicht normalerweise eine Konsole angefasst, aber die Konsole ist halt so zugänglich, dass selbst 60, 70, 80-jährige Leute sich an Spiele rangetraut haben, was ich von Seiten Nintendo sehr schön finde. Es gibt auch Hardcore-Titel in Anführungszeichen, also Hardcore, also wirklich nicht nur Casual-Games, sondern auch richtig klassische Spiele, wie man sie kennt. Aber ja, was sehr schön ist an der Konsole, sie ist abwärtskompatibel. Ich muss nochmal den Deckel aufkriegen. Andere Seite, ups, nichts kaputt machen. Huch. 4 Slots für Controller vom GameCube und das gleiche gilt, na komm, auf der Seite für die Memory Cards. Das heißt, wenn ihr GameCube-Spiele habt, könnt ihr den GameCube einpacken bzw. verkaufen. Würde ich selber nicht mehr machen. Ich habe den ja noch im Regal dort stehen, würde ich nie tun mehr. Also ich habe auch meine Wii-Spiele verkauft. Einige, als ich die GameCube-Spiele verkauft habe, habe ich im letzten Video gesagt, ich brauchte Geld, ich hatte keine Arbeit und naja, Rechnungen bezahlen sich nicht von selbst. Und das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Ich habe wieder einen Job und ich kann mir es leisten, auch wieder ein paar Spiele zu kaufen und so weiter und so fort. Ein großer Teil meines Lebens sind halt auch Spiele seit kleinster Kindheit an. Und naja, die Konsole ist, wie gesagt, sehr schön. Ist tatsächlich ein bisschen anders als das, was man vorher kennt. Ich meine, die Wii hat sich sehr gut verkauft. Meines Erachtens hätte sich mehr besser verkaufen können. Nintendo hätte sich jetzt vielleicht auch gewünscht, dass es noch mehr sich verkauft. Aber ich glaube, sie hat sich 106 Millionen Mal verkauft, was schon ziemlich viel ist. Aber wenn es danach geht, ich bin seit erster Stunde Nintendo-Fan. Ich fresse zwar nicht alles, was Nintendo verkauft, weil ich dann manchmal sage, so, warum Nintendo? Aber grundlegend, Zelda und Metroid sind die Art Spiele, die ich gerne spiele. Nur mal um zwei Beispiele zu nennen. Und da ist das halt mein Go-To-Place. Das ist der Controller, das ist die Wii Remote oder Wiimote. Die hat so ein, habe ich gerade im Englischen gar nicht erwähnt, aber die hat so einen Schutz drum und hier auch so ein Bändchen zum Umschnallen, weil am Anfang, das hatte das am Anfang auch, das ist aber verstärkt geworden, das hat Nintendo noch nachgereicht, sind durchaus mal einige, weil das eine Bewegungssteuerung hat. Also wenn ihr ein Schwert simuliert, ihr spielt irgendwas, wo ihr Schwert schwingt, dann ist das Ding auch mal in den Monitor geflogen bei einigen Leuten. Da frage ich mich, was haben die damit angestellt, aber und dann habt ihr normalerweise, wenn ihr den jetzt seitwärts haltet, so wie ich, habt ihr hier 1 und 2, simuliert A und B, ein Steuerkreuz, den klassischen NES-Controller und ich jetzt mal drauf drücke, dann läuft das Video hinten weiter, weil kein Hexenwerk, denn die Konsole ist, ich habe wieder eine Wii U, ich habe mir eine gekauft, irgendwie das ging mir nicht aus dem Kopf und die ist auch abwärtskompatibel, da läuft gerade Metroid Prime im Hintergrund, bisschen was durch, damit es nicht ganz so langweilig ist. Ansonsten haltet ihr das Ding so, B-Knopf, A-Knopf, Steuerkreuz und so.
sehr simpel gehalten, damit auch jeder mit klarkommt. Deswegen hat auch mein Vater kein Problem, einfach mal diesen zu machen und Bowling zu spielen. Wenn es zu komplexeren Spielen kommt, dann kommt das zum Einsatz. Das ist der Nunchuck. Der wird einfach hier unten eingestöpselt. Also hier hinein. Und dann kann man Links- oder Rechtshänder, scheißegal, Entschuldigung, Language, also Sprache, Ausdruck, kann man hier ein bisschen, kann man ganz normal spielen. Ich habe das sehr genossen, so zu spielen, gerade Zelda mit einfach hier und den, und ist dann irgendwann natürlich obsolet geworden mit der nächsten und übernächsten Konsolengeneration. Schade eigentlich, aber es muss sich auch weiterentwickeln und darf nicht stehen bleiben. Von daher, ja, ich spiele das heute noch gerne. Aber was soll ich sagen? Die Wii hatte auch und hat, man kann sie ja immer noch kaufen, meistens ja gebraucht in dem Fall, einiges an Zubehör. Das hier zum Beispiel ist der Zapper. Da gab es damals Super Nintendo Zeiten oder in die NES Zeiten sogar auch so ein Ding, das ist eine Hommage daran. Hier kommt eine Wiimote rein und hier der Nunchuck, das Kabelzeugs ist hier gut versteckt. Und dann kann man halt den hier machen für so Rail-Shooter und sowas. Man hat dann später die Wii nochmal re-released für einen günstigeren Preis und hat die Abwärtskompatibilität leider rausgenommen. Tja, schade, aber ich habe zum Glück das erste Modell bekommen mit allem drum und dran und die gebe ich auch nicht mehr her. Was habe ich noch vergessen zu erwähnen? Das habe ich im anderen gezeigt, das sollte ich vielleicht auch zeigen. Moment, im Englischen, und da geht es gleich mit den Spielen los. Verzeiht, ich quatsche wieder viel zu viel. Es ist eine Wiimote Plus. Das sieht man hier unten am Schriftzug gegebenenfalls, wenn die Kamera das gut mitbekommt. Die Motion-Sensor-Steuerung hat nicht ganz so funktioniert, wie Nintendo das vorgestellt hat, leider. Die war nicht ganz so genau. Deswegen hat man später eine Wiimote rausgebracht, die mit diesem Motion Plus ausgerüstet ist. Die verfeinert die Steuerung noch ein bisschen. Da ist ein Gyroskop mit eingebaut und die alten Wiimotes waren natürlich nicht obsolet dann. Man musste nicht einen neuen Controller kaufen, nein, man hat einfach so ein Adapterstück, das hat man dran geslottet. Da habe ich auch einen da irgendwo im Schrank da hinten. Und dann konnte man das halt auch, einige Spiele haben das vorausgesetzt, andere wiederum nicht, aber es machte halt das Ganze ein bisschen sensibler und ein bisschen genauer. Erstes Spiel ist Wii Play. Ist eine Spielesammlung, Minigames. Das Ding hatte ich sogar, bevor ich die Konsole hatte. Amazon hatte ich ungefähr ein Jahr lang die Wii vorbestellt. Und nach einem Jahr sagte Amazon, ja, tut uns leid, wir kriegen das Ding doch nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Später wir benachrichtigen, wenn es wieder auf Lager ist. Pff, haben sie nach einem Jahr Vorbestellung einfach meine Vorbestellung gecancelt. Na, was ist da los? Sehe das gar nicht, dachte so, huch. Ist das so eine Sammlung, und Amazon meinte dann, ja, hier 4 Wochen oder 8 Wochen später so, ja, kannst wieder vorbestellen, aber dann waren die ganzen Scammer schneller und dann war die Konsole halt weg. Ich musste dann ein bisschen warten, bis sie wieder auf Lager waren. Ging vielen so, die wollten das Ding haben, und naja, einige haben horrende Preise bezahlt, war mit PlayStation 3 und anderen Dingern halt teilweise auch so ein Ding, dass das Ding am vergriffen war, ging weg wie geschnitten Brot. Ich habe es zum Retail-Preis gekriegt, war da eisern, ich habe da keinen Scammer bezahlt. Wie gesagt, Mini-Spielsammlung. Hier gab es auch, das habe ich im Englischen vergessen zu erwähnen, hier gab es tatsächlich, also das war ein Selling Point, war hier, es hat dir erstmal gezeigt, was kann die Konsole so grob, so von der Steuerung her, also Angeln und auch so hier, so man hat so eine Art Autorennen, man hat eine Kuh gesteuert mit dem Controller, den hier, und ganz witzig, auch ein paar Knobelspiele, Billard und so. Aber Selling Point war hier tatsächlich, hier ist eine Wiimote dabei gewesen. Ich habe 40 Euro bezahlt und Spiel plus Controller. Controller war alleine, glaube ich, auch 45, 40 Euro. Da macht es natürlich Sinn. Spiel plus Fernbedienung, also Controller, war günstig zu haben. Quasi 2 zum Preis von einem. Was ihr hinten im Bildschirm schon seht, Metroid Prime 3 Corruption. Das führt quasi die Story zu Ende von Metroid Prime 1, dann 2 und dann jetzt 3. 1 und 2, wie gesagt, auf dem GameCube zu haben. Echoes und Metroid Prime 1 ganz normal. Hier nutzt es natürlich voll die Steuerung aus von der ganzen Geschichte. Funktioniert, wollte ich nicht sagen. Wie komme ich da? Probiert. Funktioniert natürlich nicht immer 100%, leider. Aber sehr, sehr genau. Knapp zu 100%, also sehr gut. Dass man sagen kann, das kann man super damit spielen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, gerade so mit der Steuerung so, und dann auch den Grappling Hook und
also Steuerung funktioniert echt gut damit. Wie gesagt, glitscht ab und an, aber das ist, wie gesagt, nichts ist perfekt, wie man so schon sagt. Perfekt. Ich habe vorher Englisch geredet, es tut mir leid. Aber sehr geiles Spiel, sehr geile Story. Und es gab sogar ein Re-Release mit Teil 1 und 2 nochmal in einem Bundle. Wollte ich mir immer mal holen, habe ich verpasst. Ist, glaube ich, mittlerweile arschteuer, wo man alle drei Teile auf der angepassten Wii-Steuerung auf der Konsole spielen kann. Und was wäre meine Spielesammlung ohne ein Power Rangers-Spiel? Power Rangers Samurai. Die Samurai-Staffel ist nicht die beste. Die ist okay. Die neueren Staffeln ab Samurai sind sowieso meh. Beast Morphers ist zum Beispiel sehr schön, um mal beim Franchise so ein, zwei Werbetrommeldinger zu machen. Dino Fury, die aktuelle Staffel, ist sehr, sehr geil. Das Spiel ist okay. Auch das Voice Acting im Deutschen bei Samurai, bei der Show ist selber, boah, alles. Das deutsche Voice Acting ab Power Rangers Samurai bis zum aktuellen Staffel ist absolute Grütze. Wenn ihr Englisch versteht und ihr mögt Power Rangers, guckt es euch auf Englisch an, guckt es nicht auf Deutsch. Glaubt mir, wenn ihr es einmal vergleicht, also ich gucke meine Sendung größtenteils nur noch auf Englisch, vieles kann ich mir auf Deutsch auch gar nicht mehr angucken. Das ist halt, das geht nicht mehr in meinen Kopf. Family Guy zum Beispiel liebe ich auch über alles und die deutsche Synchro ist echt nicht schlecht, aber ich bin mittlerweile so das Englische gewöhnt, kann ich auch nicht mehr. Wie gesagt, die deutsche Synchro ist geil bei Family Guy, aber die englische des Originals ist viel besser, ist einfach so. Die Steuerung von der Wii wird hier nicht wirklich genutzt. Wenn man sich verwandelt, muss man das Kanji, das Symbol für die, was sie in der Show nutzen, auch zeichnen. Und je besser ihr das hinkriegt, je fehlerfreier, umso mehr Energie habt ihr zum Starten des Levels, um da durchzukommen. Ansonsten, ja, ist es ein Action-Adventure, ist ganz okay. Für Kinder, die vielleicht, wenn ihr eine Wii habt und ihr seht das günstig für einen Zehner und ihr habt Kinder, die Power Rangers mögen oder sagen, was mit anfangen können, holt das ruhig. 10, 15 Euro, okay, gebraucht. Ich habe es auch gebraucht gekauft, sieht man hier dran, das ist so ein Sticker, das ist mit dem Plastik verschmolzen, total bescheuert. Weil ich weiß nicht, was sie da drauf geklatscht hatten, aber ich habe es nicht abgekriegt, ich habe es versucht, so gut es halt ging, ich mag sowas überhaupt nicht. Und das Lightspeed Rescue Spiel fürs N64 war wesentlich schlechter als das Ding hier. Nächste Spielesammlung, Wii Party. Wii ist halt so ein Familien-Party-Spaß-Ding. Kann durchaus auch Freundschaften zerstören, ähnlich wie Monopoly. Nicht ganz so krass. 4-Spieler-Support. Hat so ein Brett, wo man würfelt und dann Minigames jede Runde. Ist ähnlich, wie gesagt, wie Monopoly. Hat mich stark daran erinnert. Macht sehr viel Spaß. Mehrere Minigame-Versionen. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Also ich bin noch nicht alt, aber Brille. Also normalerweise hat man größere Bilder hinten drauf. Keine Ahnung, warum die das so klein gemacht haben. Ich glaube, das Ding war auch so ein Selling Point. Ich glaube, das kam auch mit einer Fernbedienung. Das kam mit einem weiteren Controller. Und wir wollten halt ein Partyspaßspiel haben, meine Frau und ich. Und naja, das war halt so ein Punkt. Ich habe 4 Wiimotes. Und 2 davon waren halt mit Wii Play und Wii Party. Was nicht fehlen darf, ist Zelda. Ich liebe das Zelda-Franchise. Das ist Skyward Sword. Die war zusammengebundelt in einem Goldpack. Deswegen sieht man ja auch in dem Zelda-Emblem hier. Da hinten wieder in Pausemodus geraten. So. Spielt, ich glaube, auch in Hyrule, aber in einer anderen Zeitlinie. Ich bin mit dem Zelda-Zeitlinien-Gedöns nicht so vertraut wie manch ein anderer. Aber es spielt oben im Himmel auf einer Himmelsinsel. Man hat auch, also Link hat diesmal diesen Vogel, auf dem man rumreist und von Insel zu Insel fliegt und seine Abenteuer, typisches Zelda mit den Tempeln und so, sehr schönes Spiel. Man hat natürlich auch die Steuerung dementsprechend von der Wii Wit genutzt. Man schwingt das Schwert und blockt mit dem Nunchuck und funktioniert ziemlich gut. Viele hätten sich gewünscht, ich will euch die klassische Steuerung. Dann müsst ihr euch die Switch-Version holen, die gibt es nämlich tatsächlich mittlerweile auch, eine HD Remastered davon. Funktioniert ganz normal mit der Controller-Steuerung, keine Motion-Steuerung mehr, wie mit dem. Die Switch ist durchaus in der Lage, sowas umzusetzen. Nutzt es aber tatsächlich hier nicht, soweit ich weiß. Ist sehr schade, aber gut, dann spiele ich halt das, ist auch okay. Was ich noch hatte für die Wii, und ich muss besoffen gewesen sein, das habe ich im englischen Part des Videos auch schon gesagt. Ich hatte Twilight Princess für die Wii und habe das verkauft, weil ich, wie gesagt, brauchte Geld.
Und ich hatte aber auch Twilight Princess HD für die Wii U. Und ich habe die Wii U und das Spiel auch verkauft. Also habe ich beides nicht mehr. Muss ich mir noch wiederholen. Weil, sehr schönes Spiel. Ich hoffe, es kommt für die Switch raus. Dann habe ich es dreimal. Oder zumindest zweimal. Im Endeffekt. Noch so ein Zelda-Ding. Und irgendwas ist gerade umgefallen. Ich hoffe, es war... Es hat irgendwas geknackst in der Küche. Vielleicht war es auch Regen oder irgendwas am Fenster. Oder irgendwas im Mülleimer. Was weiß ich. Egal. Geister. Was weiß ich. Wie gesagt. Ein Spin-Off zu Zelda Link's Crossbow Training. Ich glaube, da habe ich auch... Das kam mit dem Zapper. Weil, wenn ihr das spielt, macht sich das durchaus besser, als wenn ihr da nur versucht. Also, das ist genauer, weil ihr könnt hier halt auch... Wie bei einem richtig, ich habe noch nie ein richtiges Gewehr, aber man kann das halt abstützen und es hält, es ist, man ist wesentlich zitterfreier mit dem Ganzen, als wenn man das halt so und dann, ne? Und ja, man hat mehrere Level, durch die aus dem Zelda-Franchise aus Twilight Princess rausgezogen sind. Man hat normale Zielscheiben, man hat auch Gegner, wo man auf so einem, das nennt sich Rail-Shooter, wer das kennt. Man wird automatisch durch so ein Level durchgeführt. Quasi und rennt rum, man kann nicht zurück, man kann nur vorwärts, man kann selber Link steuern und hat dann eine Armbrust, Crossbow-Training, Crossbow-Armbrust und schießt dann halt Ziele und muss Punkte holen, sehr knackig, gibt auch dazu, ich zeige dir da wahrscheinlich wieder viel zu kurz, es gibt dazu auch Highscores, die man holen kann und man kann sich drin verbeißen, wenn man so auf Highscores und sowas steht, aber man kann auch mal ein, zwei Runden spielen und sagt, na jetzt mache ich was anderes. Ich habe bei Freunden und so früher sonst immer Mario Kart gespielt, hatte nie selber eins, N64 und Co. Hab das mal, bin ich so der Racing-Typ, aber ja, das ist mein erstes Mario Kart. Das macht auch sehr viel Spaß. Die Steuerung funktioniert sehr gut, die Wii-Steuerung. Viele hatten Angst, Nintendo verhaut die Steuerung nicht. Was die beiden hier in der Hand halten, das gibt's tatsächlich für die Wiimote, die kommt da rein. Das ist so ein Lenkrad aus Plastik. Dann kann man hier so richtig so den hier machen. Das Ding war dabei, dieses Plastik-Lenkrad bei dem Spiel. Und die Wii hat eigentlich, das habe ich im letzten Video auf der englischen Version halt auch gesagt, das habe ich jetzt fast vergessen, eine Tonne an Accessoires neben dem Zapper und diesem Lenkrad hat man noch was für einen Tennisschläger, für Golf, für ein Schwert und ein Schild und dass man wirklich dann, ne, also hier, was man brauche ich nicht unbedingt bei Schwert und Schild und so, aber fürs Lenkrad ist es ganz cool, das funktioniert besser, wenn man wirklich so eine Art Lenkrad in der Hand hat. Es geht auch einfach so mit der Wiimote, das funktioniert, also hier Gas und dann einfach den hier, das links und rechts, aber mit dem Lenkrad ist das nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl. Ist komisch, aber es ist tatsächlich so. Jede Wii, ich weiß nicht, ob es mit dem, außer von irgendwelchen Special Editions, die Zelda oder irgendwas branded waren, kam halt mit Wii Sports raus. Meine auch. Hier muss ich auch wieder besoffen gewesen sein, weil ich habe Wii Sports verkauft. Oder mein Mindset war so, ich habe ja Sports Resort, also brauche ich Sports nicht mehr. Weil hier ist ja Golf, war auf dem anderen auch. Bin jetzt wahrscheinlich, klinge ich alt und so, aber Golf, Minigolf macht sehr viel Spaß. Ich spiele das gerne. Das Ding setzt zum Beispiel die Motion Plus Steuerung voraus. Dementsprechend, ja. Hier ist sowas wie Schwertkampf, Wakeboard, was immer das sein soll, Frisbee, Bogenschießen, Basketball, Tennis, also Tischtennis, Golf, Bowling, Jetboot, Kanufahren, Radfahren und Luftsport, also so Flugzeugfliegen. Ja, ist auch wieder quasi eigentlich eine Spielesammlung, wenn man so will. Ich habe noch nicht alles von gespielt. Golfen habe ich ausprobiert, den Schwertkampf, Bogenschießen, Frisbee, da hört es auch schon fast auf. Macht sehr viel Spaß. Am meisten macht mir da tatsächlich Golf Spaß. Habe ich vor zwei Tagen auch mit meiner Tochter gespielt. Die hat aber nicht so wirklich Geduld für Golf, wo man da ein bisschen, da muss man wirklich sich hinstellen und so ein bisschen im Golf, dann geht das auch. Das funktioniert sehr gut. Aber wenn man dafür keine Konzentration oder keine Ausdauer, wenn man wirklich so ein bisschen haut drauf ist, dann wie ein Kumpel von mir, dann der haut drauf und der Ball fliegt, zack, 10 Kilometer am Ziel vorbei. Also dann sollte man das wahrscheinlich nicht spielen. Und letztes Spiel aus der Reihe, auch wieder Golf. Panguia, Golf with Style, Anime-Golf. Ja, merkwürdiges Setting, aber sehr schönes Spiel. Wacky as hell, wie man so schön sagt, also total durch. Hat gewisse RPG-Elemente in sich. Ich weiß nicht, Fantasy Golf with Style, wenn man so will. Man kann sich dann einen Charakter zusammenbauen, männlich, weiblich, egal. Man hat ein RPG-System, das heißt, man kann den Charakter leveln, Klamotten, Schläger, haben alle Stats. Je nachdem, was ihr anhabt, spielt ihr besser oder schlechter, das wirkt sich darauf aus. Ihr könnt die Böller anpassen, ihr könnt sehr viel anpassen. Und ja,
ich müsste es mal wieder spielen. Es macht sehr viel Laune. Und das Schlägerset, könnte einen Vorschlag haben, nehmen so in etwa. Und könnt da mal draufhauen, gibt so Animationen im Intro, ist es zu sehen, wo eine der Damen hier draufhaut und ihr spielt auf Schiffen, also so, ich sag mal Flugzeugträgern und wo dann der Golfball plötzlich mal durch eine Kanone geschossen wird. Und wie gesagt, es ist ziemlich schönes Spiel. Hab das gesehen und wollte das haben. Kam bei Amazon 60 Euro. Da war das aber schon so zweieinhalb Jahre raus. Und ich so, ah nee, 60 Euro. Ich weiß nicht, ob es gut ist, taucht es was. Bin in den nächstbesten Hardware-Store gegangen, im Pro-Markt, und da wollten die auch 50 Euro noch für haben. Ich so, oh nee. Also ein, zwei Läden abgeklappert. Dann bin ich in den Mediamarkt gegangen und in der Grabbelkiste lag das für 15 Euro. Also Mediamarkt, nicht Mediamarkt, das ist ein anderer. Das habe ich im Englischen auch gebracht. Mark Spark ist ein Kumpel von mir aus England. Wenn ihr Englisch mögt und könnt, er macht auch so Unboxings, Power Rangers Zeug, Videos, DVDs, Gaming Content, alles auf Englisch. Er kommt halt aus UK. Hallo Mark, liebe Grüße. Wer weiß, ob er das hier sieht, weil ich glaube, er guckt sich zwar meine Videos, er guckt da an, aber auf nicht auf Deutsch unbedingt. Aber ich habe ihn im Englischen halt auch gegrüßt. Es soll halt identisch sein mit dem Englischen, was ich aufgenommen habe, logischerweise. Und ja, checkt ihn aus, netter Kerl und coole Videos, er hat einiges auf dem Kanal, aber aktuell ein bisschen neuer Content bleibt aus, da er ziemlich eingebunden ist, was Arbeit angeht, kommt er nicht so wirklich zum Aufnehmen, aber das kommt wieder, wenn es ein bisschen ruhiger wird, so gern Winter zugeht. Ansonsten, er hat eine Tonne an Videos auf dem Kanal, die ein bisschen älter sind, die könnt ihr euch auch angucken. Aber das war jetzt das letzte Spiel, das Panguire, und ja, dann wird es mir Angst und Bange, wir sind schon wieder bei plus 20 Minuten, wenn ich dann die PC-Fassung raushaue, weil da habe ich durchaus mehr Spiele. Entweder muss ich das splitten in mehrere Teile oder, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, dann wird es halt Überlänge und dann tut es mir noch mehr leid als jetzt schon. Das nächste wird wahrscheinlich erstmal die Switch werden, die Wii U habe ich nur ein Spiel aktuell, weil ich sie gerade frisch mit einem Spiel gekauft habe, das klemme ich mir dann vorerst, das kommt dann, wenn ich ein paar Spiele mehr habe. Auf jeden Fall lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Aushalten, bis zum Ende dabei bleiben. Ja, wenn ihr noch nicht habt, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal, schaut euch das Giveaway an. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns. Bis demnächst. Reingehauen.